Die Verjüngungskontrolle oder auch Verbisskontrolle genannt, läuft jetzt seit 20 Jahren. Die Verbissaufnahme machen wir einmal jährlich mit dem Revierförster zusammen. Dienen tut die Verbissaufnahme als Indikator, um den Zustand festzustellen von der Waldverjüngung und den Einfluss des Rehwilds. Das Rehwild ist die Hauptwildart im Kanton Thurgau und ist die Art, die allenfalls einen Verbiss herbeiführen kann. Das Reh wählt sehr gezielt Pflanzen aus, ist recht schnäderfressig. Beliebte Pflanzen sind Türkenbund, Orchideen, Eichen oder auch Tannen. Um den Verbiss auf einem tragbaren Niveau zu behalten, versucht man den Rehbestand zu regulieren. Das heisst, die Jagd- und Fischereiverwaltung macht zusammen mit dem Vorstand eine jährliche Abgangsplanung. Das sind Vorgaben für die einzelnen Jagdreviere, wie viel Reh man jährlich aus dem Bestand entnehmen soll. Die Abgangsplanung und die Verbisserhebung haben sich sehr gut bewährt in den letzten Jahren. Es fördert das Verständnis auch zwischen Jagd und Forst und sind sehr gute Indikatoren, die aufzeigen, wie die Verbisssituation und die Bestandessituation ist. Und wir planen, dass wir das weiterführen werden.